Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind natürlich auf meinem Hauptaccount und zwar auf der PlayStation. Und ja, ich will heute mal mit euch einen kleinen Test machen, den ich im Stream schon vollzogen habe. Aber es guckt ja schlechterweise nicht jeder von euch den Stream. Deswegen hier nochmal Lewandowski in Form und ein Robin in Form. Ja, Lever 6 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. Robin 6 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. Also solide Statistiken, würde ich sagen. Ich meine, Lever in 6 Spielen 7 Scorer und Robben in 6 Spielen 10 Scorer sogar. Und ich würde sagen, das geht klar. Und wir spielen damit jetzt mal ein Spielchen. Ich weiß nicht, wie lange die Gegnersuche dauert, deswegen würde ich sagen, ich hole euch wieder rein, sobald ich einen Gegner habe. Bis gleich. Sudale, ich habe einen Gegner gefunden und das ist der liebe Herr... keine Ahnung, sein Name steht nirgendwo. Auf jeden Fall BBVA Squad. Er spielt die 4-3-1-2. Alles klar, gucken wir mal. Ein solides Team. Sieht auf jeden Fall so aus. Starke IV, starke Außenverteidiger, starkes Mittelfeld. Vor allem sehr, sehr defensives Mittelfeld. Schauen wir mal. Und Sturm geht auch klar. Sorry auch nochmal wegen diesem schlimmen Anblick, den ihr hier gerade ertragen müsst. Normalerweise natürlich immer perfekt gestylt. Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall, ich bin ziemlich tot. Keine Ahnung, ich habe ein bisschen nicht geschlafen. Diesmal nicht wegen Stream, sondern wegen anderen Dingen. Und deswegen sehe ich ein bisschen tot aus. Tut mir leid, aber so muss auch mal sein. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Ich denke mal, erstes Spiel nach 4 Tagen. Deswegen starten wir mal auf Defensiv. Ist mir sicher, wa? Wenn ich jetzt hier gleich 1-0 hinten liege, dann fange ich gleich wieder an zu heulen. Und versau das Spiel dann wahrscheinlich. So, jetzt können wir den direkt da in die Mitte spielen. Boah, ach du Scheiße. Ja, das war eigentlich genauso geplant. Nur war es nicht geplant, dass Vidal ihm fast den Fuß bricht. Und ja, da steht es. Oh! Gott sei Dank nicht 1-0. Hätte er sich ja fast verdient gehabt. Er hat schön gemacht. Jetzt kriegt er, ich wollte gerade sagen, jetzt kriegt er das Tor geschenkt, was er sich eben verdient gehabt hätte. Hat er schön gemacht. Mit dem Berber hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das war ein seltsames Geräusch. Ich habe hier stark damit gerechnet, dass er hier den Dingsterbumster ansetzen wird. Den Sweat in die Mitte, weil sein Benzema war, glaube ich, mitgelaufen. Ja, hat er aber nicht gemacht und somit hat er mich da so ein bisschen auf der kalten Seite erwischt. Der Gegner scheint kein schlechter zu sein hier. Und da steht es dann jetzt 1-0 nach 6 Minuten. Auch verdient, aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wie ich das verteidigen soll. Keine Ahnung. Also, er fickt uns hier, da haut er sich erstmal schön auf der Brust. Mit Karim Benzema spielt er in die Mitte und den Pass, ich sehe den Pass nicht kommen. Und somit führt er hier 1-0. Alles klar, wollen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall ein schöner Start unsererseits. Ne, er ist kein schlechter hier, er ist kein schlechter. Das ist hier übrigens dieser Movember Cup. Weil da habe ich jetzt, ich habe einfach mal versucht einen Gegner zu finden. Davor schon, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Habe relativ gut Gegner gefunden. Beziehungsweise nach 2 Minuten oder so. Lever stark. Muss hier nur abschließen. Und deswegen habe ich mir gedacht, jo, nehmen wir mal da ein Ründchen auf. Und der ist hier auch direkt mal echt stark drauf, der Kerl. Also jetzt mal unübertrieben, aber das, was er bis jetzt gezeigt hat, sieht mir definitiv nach Liga 1 aus. Also ich bin mit weniger in Liga 1 gekommen. So, nee, aber der spielt wirklich ganz stark. Ah, gucken wir mal, dass wir hier trotzdem was mitnehmen. So, jetzt hier nochmal einen weiter. Nochmal einen rüber. Und jetzt können wir da vorne auf Thiago durchbringen. Denkst du dir, fängt er uns hier ab? Arturo, mal ganz ruhig mit dem Baba. Na, bringen wir mal hier den R1-Pass nach vorne. Nochmal hier einen weiter. Dann nochmal hier schöne Lücke auf Hakan. Schade, Hakan. Ja, nicht lamentieren, Digga. Das Spiel geht weiter. Ja, ja, ja. Na, jetzt kann man hier schon zweimal ganz gut vor den Kasten. Boah, das ist so dumm. Man muss den Ball echt erst am Fuß haben, um den Pass spielen zu können. Das ist eigentlich total lächerlich, aber okay. Müssen wir uns dran gewöhnen, weil sonst machen die immer diese komischen Falldinger. So, hier vorne auf Robben durch, mal kurz den Ball vorgelegt. Ein Robben, durchgespitzelt, 1-1 schon mal. Gutes Ding. Ein hier mit dem Robben, ja, ein hier mit dem Robben, ein hier mit dem Rechten einfach durch die Beine gespitzelt. War eine ganz schöne Kombo. Ich glaube, war auch relativ wichtig, dass wir den Ball da uns vorgelegt haben mit Ayen. Weil ich meine, mit so einem wie Ayen, der einen Alter, ich habe total schon wieder die Sprachfails. Der einen Antritt hat wie eine Dampflok. Ist eine Dampflok schnell im Antritt? Ich kann es euch nicht sagen. Oder sagen wir mal wie einen, hier, wie eine Concorde. Die war ja relativ schnell unterwegs.
Da kannst du das mal machen. Das ist natürlich sehr ärgerlich hier direkt wieder im Gegenzug. Benzema einfach mal. Meiner Meinung nach aber schon wieder ein Tor, was du einfach nicht verteidigen kannst. Mal ganz im Ernst, ich stelle ihm hier die ganzen Wege zu. Wir können es hier nochmal angucken. Spiele hier an die Kante. Da kannst du keinen Spieler. Hier siehst du es mit Vidal. Ich habe es irgendwie noch versucht. Und das ist halt dann einfach auch mal ein bisschen Bad Luck, was es leider in FIFA 16 sehr häufig gibt, dass du direkt jede Chance des Gegners, dass jede Chance reingeht und der Gegner keine einzige Chance vergibt. Hat dieser Gegner zwar schon in diesem Spiel, nämlich gleich am Anfang den Berber, der hätte natürlich schon drinnen sein können, aber dafür hat er danach zwei Halbchancen reingemacht. Also die erste war eine hundertprozentige, klar, die sich aber aus einer... Ja, eigentlich keiner gefährlichen Situation ergeben hat, sagen wir es mal so. Oh, es ist so dumm, Alter. Das haben die doch auch neu reingemacht. Das war vorher hundertprozentig nicht so, dass es so übertrieben war. Dass sie in jeder Situation diese behinderte Grätsche gemacht haben, ist halt einfach auch total unrealistisch, muss man leider so sagen. Weil im echten Leben, das ist ja so, als ob jeder Spieler den Ball direkt annehmen muss. Ansonsten macht er so eine Mongo-Grätsche. Ist halt, wie gesagt, einfach nicht realitätsgetreu. Und der war schlecht, der Pass. Naja, okay. Das ist ein Tor. Das war eben aufzuholen. Das ist jetzt auch aufzuholen. Und deswegen geht es hier direkt durch auf Rom. Ne, nicht ganz. Chippt er hier. Ah, Arturo, Junge. So will ich dich sehen, Kollege. Und jetzt können wir da drüben fast auf Rom chippen. Ja, Arturo hier, guck mal, Arturo ist schon wieder am Beißen. Nee, da können wir auf jeden Fall noch was holen. Aber ich meine, das ist ja auch was Schöneres für euch, als wenn ich jetzt hier einen Gegner bekomme, den ich 10-0 abfackel. Und das ist vor allem auch kein Spiel, wo es irgendwie um Konzentration... Na gut, eigentlich geht es schon um Konzentration, aber die ist bei mir nicht so ganz oben. Wegen Schlafmangel. Aber ich meine jetzt, wo ein paar Tore auch fallen, mit dir was zu sehen bekommt. So, da ist der Jute Obare, macht er gut. Ja, nochmal einen weiter hier. Ja, jetzt da vorne. Ich weiß nicht, ob das Abseits ist, aber anscheinend schon, weil Lever läuft ganz komische Bahnen. Es war Abseits. Anscheinend sogar dickes. Ich weiß nicht. Ich habe nur kurz da oben Lever sprinten sehen und dann einfach den Pass gespielt. So, hol dir mal das Ding hier. Na, komm, da holen wir noch was. Einfach jetzt schon mal 2-2 vor der Pause auf jeden Fall noch. Das wäre ganz nice. Boah, das, wie gesagt, im Mittelfeld ist da sehr stark aufgestellt. Oh, jetzt lackt er sich hier zweimal durch mit Rodrigo. Okay, Eckbällchen hier nochmal. Okay, aktuell sieht das noch nicht so ganz gut aus. Hüp, 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 keine Ecke. Guter Neuer. Robin, guter Mann. Ja, Lever. Ja, bringen wir erstmal rüber hier. Und jetzt können wir das Ding direkt da rüber bringen auf Robert Lewandowski. Lewandowski, L2R2. Und Gatta. Ja, siehst du, dann könnte es bei uns auch mal reingehen, oder? Ich meine, beim Gegner ging ja auch die ganze Scheiße rein. Sogar Longshot aus 50 Metern. Ja, wollen wir nicht übertreiben. 50 nicht, ne? Ah, komm, faul mich. Da gibt es nochmal eine Ecke. Ja, da hat er mich einfach verfolgt hier mit dem Ivan. So, jetzt nochmal. Ja, Boateng, scheiße. Ah, scheiße. Konter jetzt nochmal. 44. Oh, das finde ich sehr nett von ihm. Er hat extra nochmal kurz auf meine Abwehr gewartet, bis sie wieder hinten ist. So, ein paar Ballrolls hier auf Gabarachal. Habe ich natürlich gesehen hier. So, komm, eine Chance hier noch in der ersten Hälfte. Oh, da vorne Robben. Robben will. Robben will. Ja, nein. Oh, die Ballannahme von Thiago schon wieder. Da hat man sehr schön gesehen, da war halt ein riesiger Spot. Okay, ich glaube, er will so in die Hälfte gehen. Jeppa, will er. Okay, kein Problem. Also gegen ihn ist auf jeden Fall was zu holen. Das ist ein starker Spieler, meiner Meinung nach. Aber gegen ihn ist was zu holen. Himmler. Da, Himmler Q. Alles klar, läuft bei dir, Himmler. Mach mal deine Ballrolls. Mach mal deine Ballrolls, Schätzelein. So, dann wollen wir mal gucken. Wir dürfen uns jetzt natürlich nicht direkt wieder den... Alter, das gibt es nicht. Oh, ich hasse es, gegen Benzema zu spielen. Der ist einfach nicht vom Ball zu trennen. Das ist verrückt. Ich bin da mit zwei Leuten und ich meine, ihr kennt meine Verteidigung. Die beiden dicken Kinder, Boateng und Hummels. Und keiner kann ihn vom Ball trennen. So, ist er hier ein bisschen am rumpraisen. Gott, Junge, was die da hinten waren. Also Hummels spielt ja schon wie im echten Leben. Hätte jetzt gepasst, wenn er am eigenen Tor gelandet wäre. Und ja, ich bin Dortmund-Fan. Das muss man einfach aktuell so sagen. Was Hummels da macht, geht einfach nicht klar. Er hat zwar eine der besten Zweikampfquoten der Liga.
Und spielt auch immer noch geniale Pässe nach vorne. Das Problem ist nur, wenn du jedes zweite, mittlerweile fast jedes Spiel, einen katastrophalen Fehler machst, der zu einem Gegentor führt, dann ja, macht das die Zweikampfquote nicht wett. Das ist leider Gottes das große Problem an der Sache. Und ja, da muss ich was ändern. Ah, ein bisschen Real Life jetzt hier mit reingebracht, aber jetzt sollten wir uns wieder aufs Spiel konzentrieren. Weil wir wollen ja hier das Spiel gewinnen, ne? So, Chala, bringen wir nochmal rüber. Ah, es kommt mir vor, als ob er jetzt ein bisschen defensiver agiert. Ja. Oh, der war aber schlecht, Robben, Alter. Extra auf den linken gelegt hier vom Ayen. Hat aber nicht reingemacht. So, gucken wir mal weiter hier. Der Claudio Bravo, er hat auf jeden Fall auch eine Missgeburt im Tor. Das wissen wir ja seit dem Spiel gegen Unge. Und deswegen können wir da vielleicht was reißen. So, Arturo stark den Ball erobert. Jetzt können wir das Ding direkt durchbringen auf Ayen Robben. Oh Gott. Ah, ja, sorry, aber wenn die Jungs dann so eine Scheiße zusammenspielen, da kriegst du halt echt innerliche Aggressionen. Es ist einfach so. Du kriegst einfach nur Aggressionen. Das ist halt so fucking lächerlich. Thiago. Jeppa, das war mal schön hier. Ein bisschen ihn mit L2R2 gelunzt. Und dann hier nochmal L2R2, bupp. Und dann einfach durchgesteckt. Gegner reklamiert auf Abseits, beziehungsweise die CPU. Und da steht hier 2:2. Jetzt nicht direkt wieder eine Butze fangen und dann selber noch eine Butze machen, wäre ganz nice. Aber wie gesagt, gefällt mir ganz gut, weil der Gegner halt nicht der größte Vollbob oder sowas ist. Dann sagt das Spiel auch nochmal ein bisschen mehr aus. Ob man jetzt gewinnt oder verliert. Ja komm, Lever, jetzt push dich auch. Jetzt direkt reinziehen. Ah, ja, er macht das nur über Contain. Er macht das nur über Contain. Oh, wenn Thiago da mal seinen fetten Arsch bewegen würde. Ich meine, er hat zwar eine schöne Vorarbeit zum 2:2 geleistet, aber ich meine, dafür ist er da im Mittelfeld, um zu antizipieren. Das hat er da überhaupt nicht gemacht. Da hat er es aber gemacht. Guter Mann. Und jetzt nach vorne durch. Ah, wenn da Piqué seine Picke nicht mehr hinbekommt. Ja, komm, mach mal hier deine tausenden Ballrolls. Läuft bei dir, Digga. Ja, wir holen dich noch, Schätzelein. Wir holen dich noch von deinem hohen Ross runter. Wir holen dich deiner runter. So, oder auch nicht. Dann soll es halt nicht so sein. Ah, da will er noch auf dem Falschen spielen. Da will er hier auf dem Falschen spielen. So, kommen wir mal hier, Ivan. Ja, das waren schon wieder meiner Meinung nach ein bisschen zu viele Ballrolls. So, jetzt hier vorne Hakan. Hakan, drück ihn weg. Oh, Hakan. Ja, stark Hakan. Und jetzt, ne. Pfeift doch noch eine Stunde später. Bastard, ey. Hüpp. Oh, diese Ballmitnahmen da. Mir kommt es echt vor. Oh Gott, ich dachte, Neuer hätte den ihm jetzt direkt auf den Kopf gelegt. Mir kommt es so vor, als ob die irgendwas gepatcht hätten. Die Ballmitnahmen sind hier teilweise ja mal die reinste Katastrophe. Ganz komisch. Naja, gucken wir mal weiter hier. Rodrigo, Berbaspin. Nee, diesmal nicht. Ah, will er hier wieder reinflanken? Echt schade, Mann, klappt aber nicht. 76. hier. Oh, wir sind ja Pokal, da gibt es ja sowieso einen Gewinner. Oh, oh. Dankeschön, bitte keine Ecke. Da vorne steht wer von uns. Schmeißen wir mal dahin. Ja, Lever, das kann er natürlich, diese Ballannahme. Leider die Mitnahme nicht ganz so gut gewesen. Hier kommt der Ball Lucky zum Gegner. Spielt er uns in die Füße. Ja, Hakan. Hakan, bringen wir mal nach außen auf Ayen. Ayen, schade. Aber durch zwei Innenverteidiger mit dem Berber ist dann doch zu eng. Es war Laporte und Piqué. So, haben wir hier eigentlich. Und dann haben wir ihn nochmal eigentlich. Jetzt haben wir ihn aber uneigentlich. Pff, das wäre es gewesen, Alter. Oder von Ayen. Komm, geh mal ab, Schätzelein. Geh mal ab, Schätzelein. Ah, ziehen wir noch ganz kurz zurück. Au, oh, fuck, Thiago, Digga. 84. Das wär's gewesen. Da packt er sich selber an die Platte.
Da packt er sich selber an die Platte, der Thiago. Hüpp. Hudermann, boah. Ja, hier nochmal ein weiter. Und jetzt hier nochmal außen, Robin. Ah, ganz schlechter Pass hier von Çalhanoğlu. So, was ist los? Will er hier irgendwie die Verlängerung oder was ist hier los? Hüpp. Guter Mann, also hier. Ah, scheine. Scheine. Oh, oh, jetzt hier, die Abwehr ist ein bisschen aufgerückt. Boateng, Digga. Digga, Digga, Digga. Digga, Digga, Digga. Digga, Digga, Digga. Oh, oh, oh. Ja, da will er wieder mit seinen Ballrollen hier rein. Der süße Himmler. So, kommt bitte keine Ecke, Alter. Dann würde ich, glaube ich, anfangen zu weinen. Manu, da ist er. So, auf dem Radar steht da vorne wer. Und das ist ein Robin. Können wir hier nochmal einen ablegen? Ja, wenn hier Hakan laufen würde, wie er es dann jetzt im Nachhinein macht. Und dann kommt der Pass von Thiago nicht. Ja, und jetzt läuft Hakan wieder nicht. Oh, und die ballern auch von Robin. Sorry, aber da kommen dann so viele Punkte zusammen, die ich einfach... das ist Hohn und Spott, was hier schon wieder passiert ist. Jetzt hier in den letzten 2 Minuten. Wir müssen mal gucken, ob wir hier noch irgendwas wechseln können. Alter, Çalhanoğlu ist tot, Digga. Der ist tot. Costa könnten wir nochmal bringen. Ich glaube, ich bringe Costa auf der 10. Raphael vielleicht nochmal so ein bisschen hier... Der kann doch ein bisschen... Bombenstimmung reinbringen und Auba bringen wir für Leber. Ja, machen wir es so hier. Okay, alles klar. Weiter geht's hier. Gucken wir mal, ob wir mit ein bisschen Spritzigkeit davon noch was regeln können. War, finde ich, ein relativ schönes Spiel. Ich spiele relativ scheiße. Wie gesagt, erstes Spiel seit 3 Tagen. Ist bei mir ganz normal so. Aber der Gegner ist auch wirklich kein schlechter. Der Gegner ist auch meiner Meinung nach wirklich kein schlechter. Wie gesagt, das war irgendwie so ein Spiel der halben Chancen. Also auch bei mir. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur bei ihm so gewesen wäre. Alleine das Robben-Ding, also unser 1:1 war es da, glaube ich. Da müssen wir nicht groß drüber reden, dass das auch ziemlich lucky war. Der geht auch nicht immer rein. So, nächste Flanke. Der Kerl versucht ziemlich viel über Flanken. So, Radar sagt, da wäre wer frei. Versuchen wir es mal. Da ist wer frei. Ein Robben nämlich. Ein Robben. Ja, kriegen wir hier durch. Oh, what the fuck. Ah, ich muss sagen, gut. Da kannst du... Oh, fuck. Da kannst du Robben noch nicht mal so ganz einen Vorwurf machen. Lol. Ich meine, wenn der bei Auba angekommen wäre, okay. Aber sah ein bisschen crazy aus und so war es auch nicht geplant. Da kannst du Robben noch nicht mal einen Vorwurf machen. Der Pass von Auba war jetzt nicht der Hammer. Ich hätte vielleicht auch einfach gehen sollen. Habe ich aber jetzt nicht gemacht. Ja, Ball Rolls. Ball Rolls for the win. Oh, jetzt kriegt er einen Krampf hier, Alter. Habe ich anscheinend einen falschen ausgewechselt. Aber Thiago hatte noch weniger Fitness als Gündi, oder? Boah, sein Benzema fuckt extremst ab. Gut, jetzt hat er aber keinen Ball mehr. Ja, komm. Ja. Spritz Bamiyang, aber das war ein bisschen zu spritzig. Schade. So, Ivan Rakitic haben wir natürlich. Gutes Ding hier. So, jetzt hier nochmal einen auf Spritz Bamiyang. Spritz Bamiyang, L2R2, Spritz Bamiyang. Schade. Oh, schade. Und ja, ich habe Spritz Bamiyang gesagt diesmal. Oh, ist anders ausgesucht. Oh, spielen wir mal in die Mitte. Oh, stark nicht gemacht. Oh, stark nicht gemacht. Wir haben gerade zweimal wunderbar gesehen, wie man nicht auf den Ball zu gehen sollte. Nämlich nicht auf den Ball zu gehen. Gut, mittlerweile haben wir die Statistik auch ein bisschen geändert. Ich glaube, mittlerweile hätten wir den Sieg auch verdient. Das bringt uns allerdings nichts. Die Anfangsphase meinerseits war echt ziemlich miserabel. Aber danach haben wir ganz gut nochmal was geliefert. Jetzt hier vorne nochmal auf Spritz Bamiyang. Spritz Bamiyang bringt auf jeden Fall auch ein bisschen Zunder hier in die ganze Sache. Oh, hier können wir mal in die Linie spielen. Oh Gott, Alter. Breche ich mir aber doch nicht den Fuß dabei. Da packe ich mir manchmal den Kopf mit den R1-Pässen. Die R1-Pässe sind nice, aber manchmal werden sie komplett übertrieben. Wehe nicht, boah. Guter Mann. Von den Spielern. Also da... Guter Hummels, ey. Guter Hummels. Das war Hummels, wie ich ihn sehen will. Manchmal, ja, fackeln die Dinger mit 180 km/h. Den könnte kein... Ja, echter Mensch annehmen.
Und das ist dann halt auch wieder unreal. Vor allem auch über längere Distanz. Ich meine, die sind ja dafür gemacht, über längere Distanz zu spielen. So, Douglas Gauche da hier. Spielen wir auf Spritz Bamiyang. Spritz Bamiyang. Legt ihn in die Mitte. Au! Opa, Gündi, dein Mutter, du Missgeburt. Schöne Schusstäuschung von Gündi. Schöne Schusstäuschung von Gündi. Hier mal eine Schusstäuschung. Pop! Oder netzer das Ding. Und Gündi ist komplett am Ende. Ich glaube, der wird gleich 10 Verletzungen haben und für 10 Spiele gesperrt sein. Also verletzt sein. Der war ja eben schon tot. So, eigentlich hätte es der Gegner mit seinen schwulen Ballrollen die ganze Zeit verdient, wenn ich jetzt auf Zeit spielen würde. Was wir natürlich nicht tun werden. Da fange ich mir lieber noch eine Butze. Ah, so assi sind wir ja nun nicht. Ja. Ah, scheiße, der sollte direkt genau dahin. Nämlich auf Iron Robin. Ah, auf Arturo. Oh, den bringt er aber überhaupt nicht da an, wo ich ihn hinhaben will. Jetzt fangen wir uns dadurch natürlich einen Konter. Den aber Manuel Neuer natürlich abfängt. So, diesmal nicht behinderter Abwurf. Direkt wieder zum Gegner. Diesmal auf Opare. Ja, Opare. Ja, kriegen wir sogar durch auf Ayen. Hier nochmal eins zurück. Aber Spritz Bamiyang darf nicht laufen. Aber jetzt können wir da vorne auf Spritz Bamiyang spielen. Brauchen wir aber gar nicht. Das Ding gewonnen. Schlecht begonnen. Stark geendet, meiner Meinung nach. Also im Endeffekt das Ding auch verdient mit nach Hause genommen. Der Gegner war definitiv kein schlechter, aber man sieht es hier auch. Wir konnten das Spiel dann nochmal umdrehen mit solidem Spiel. Ganz am Anfang hat er uns schon ziemlich gefickt, muss man mal so sagen. Da hat man gemerkt, dass ich eine Zeit lang, jetzt 3 Tage oder so, kein FIFA gespielt habe. Der hat mich ganz gut nach hinten gefickt. Aber danach, würde ich sagen, haben wir das Ding verdient mit nach Hause genommen. Hätten vorher auch schon ein Türchen machen können. Aber naja, so musste es dann 120 Minuten dauern. Und Gündi hat die entscheidende Butze gemacht hier. Ja, ich würde mal sagen, das wäre es eigentlich gewesen. Das war natürlich noch nicht der Test, der abschließende Test von Robin und Lever. Da wird noch einiges kommen. Aber das war jetzt mal ein Spielchen von den beiden. Und ja, ich würde mal sagen, das wäre es so im Großen und Ganzen gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt natürlich morgen im Stream vorbei. 17 Uhr sollte das Ding an sein. 16:30, 17 Uhr, kennt ihr ja. So Standardzeit. Und ja, jetzt würde ich sagen, haut rein, macht's gut. Ciao.